Na schön, dann würde ich sagen, Carsten, starten wir, oder? Genau. Carsten hat ja gerade schon so ein bisschen erzählt, aber jetzt sind ja noch mal ein paar Leute reingekommen. Also erstmal herzlich willkommen in der Session, die wir tituliert haben mit ISO 30401 mit LernOS für Organisation Canvas und auch LernOS trifft Zero Bullshit Knowledge Management. Oder Carsten schon, ich weiß gar nicht, wann hast du das Label aufgebracht? Vor 2 Jahren oder 3 Jahren? Ja, genau. Also so mal die Idee, irgendwie den ganzen Bullshit-Bingo-Buzzword irgendwie wegzustrippen. Ich verwende bewusst das Buzzword-Strippen, um mit einfacher Sprache auch über das Thema Wissensmanagement zu sprechen, was ja gerade für Neulinge immer so ein bisschen problematisch ist, sich da einzufinden. Und wir haben jetzt die letzten 3, wahrscheinlich sind es sogar 4 Monate, ne, immer Freitagnachmittag zusammengearbeitet, um auf der einen Seite mal so ein Managementmodell zu entwickeln, wo wir sagen, wir wollen über diese 3 Ebenen des Wissensmanagements, Individuum, Team, Organisation, möglichst einheitliche und einfache Begrifflichkeiten verwenden. Da wird der Carsten gleich ein bisschen was dazu erzählen und was zeigen. Und wir verwenden das in dem LernOS für Organisation Leitfaden, was ein Leitfaden ist, um lernende Organisationen zu entwickeln, wie der Name sagt. In so einem Canvas, da haben wir dann, das waren jetzt die letzten Wochen, die 47 ISO 30401 Requirements reingemappt, sodass ich ein Canvas habe, wo ich die, wenn ich die Leitfragen beantwortet habe, quasi gleich Standard-compliant bin. Und der Carsten hat, glaube ich, gerade den Begriff Werkstattbericht genutzt. Also wir haben noch kein Hochglanzergebnis, ne? Das wird im Laufe des nächsten Jahres dann fertig werden, aber wir dachten, so ein Knowledge Camp ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal so einen Blick in den Arbeitsstand zu geben und da eben auch drüber zu sprechen, euer Feedback einzusammeln. Genau, wenn du magst, Carsten, dann steuere mich. Ich zoome dahin, wo du Ja, gerne super. gezoomt Ich haben möchtest. brauche einen Zoom-Jockey. genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich fange nochmal ganz vorne an, eigentlich. Wie kommt es dazu? Also erst einmal sich mit Managementmodellen zu beschäftigen. Wie kommt es dazu und wie kam es in dem Kontext LernOS dazu? Also ich beschäftige mich ja schon länger auch mit Management- und Steuerungsmodellen, weil ich das irgendwann mal studiert habe und dazu auch eine Lehrveranstaltung gebe, jetzt schon in der 5. Wiederholung, wo es darum geht, wie eben auch die Technik und die IT Einfluss nimmt auf das, wie wir Organisationen gestalten. Ja? Also beginnt irgendwie bei den Klassikern Weber, Bürokratie und Taylorismus und endet irgendwie bei Spotify und Hire ist zum Beispiel eine sehr moderne Organisation. So, und da hat sich natürlich wahnsinnig viel geändert über so gut 100 Jahre Management. Andererseits bleiben einige Fragen und Strukturen, die man sich stellt oder Strukturen, mit denen man sich das Thema erschließen kann, doch immer gleich. Und wenn man so will, sind das diese Wissensmanagement-Modelle, die man ganz gut als Denkwerkzeuge verwenden kann. Und tatsächlich war unser Ausgangspunkt, glaube ich, Simon, dass wir über Ausgangspunkte für die Gestaltung oder Umgestaltung zur Lernorganisation diskutiert haben. Also meine alten Genau. Notizen tragen noch das Wort Einstiegswerte und wie steigt man ein? Und ich habe natürlich in den diversen LernOS-Guides gesucht, wie du das auch sozusagen den Einstieg formuliert hast. Und ich glaube, es war so, dass ich dann zu dir gesagt habe, also eigentlich sozusagen die purste und verdichtetste Form findet sich in diesen Canvases. Ja? Also, dass man eben sagt, hey, wir wollen eine Initiative starten, auf was müssen wir alles achten? Da ist eigentlich diese Idee der Canvas, die es ja eben gibt für Innovation, was auch immer, eigentlich eine ganz gute. Und so kam es dazu, dass wir da angefangen haben, dran rumzudenken. Und LernOS hat eben auch den Anspruch, ja, diese Ebenen zu adressieren, diese unterschiedlichen. Ja. Ursprünglich waren es 3. Wir haben uns dann irgendwann mal auf 4 Ebenen geeinigt, weil wir eben Netzwerke und Communities gerade in modernen Organisationen eigentlich nicht wegdenken können und wollen. Ja, und das ist natürlich jetzt mal konzeptionell interessant. Also wenn man sich so Managementmodelle anschaut und den Anspruch stellt, dass über diese verschiedenen Ebenen hinweg ja, irgendwie konstant zu halten, konsistent zu halten, das war irgendwie schon was, was mich auch sehr fasziniert hat. Und das ist eigentlich die Herausforderung gewesen.
Sich die Frage zu stellen, klappt denn das? Also kriegt man ein Modell hin, was so einfach ist, trotzdem seriös und über vier Ebenen geht. Genau, diese Multi-Ebenen-Idee, denke ich, ist das Faszinierende. Die Kybernetik hat genau das ja versucht, aber ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und man kann sozusagen hier auf der linken Seite in diesem Bild mit den Ebenen, da habe ich auch mal versucht, das als Ebenen darzustellen, irgendwie so einen frühen Stand sehen. Da sieht man jetzt schon, der hat noch 8 Felder. Am Ende sind wir jetzt bei 9 Themen rausgekommen. Haben eben versucht, in der Diskussion uns diese Canvases zu erschließen, was, also jenseits der Worte, was ist wirklich damit gemeint mit den einzelnen Konstrukten? Rausgekommen sind dann 9 Oberbegriffe. Kannst du mal ein bisschen ist nach auch, rechts? Genau, ich gehe nach rechts. Vielleicht als Gedanke noch, warum schält man da so einzelne Bereiche raus? Ne? Wenn man, wir haben ja relativ früh schon, glaube ich seit 2006, die Definition von Wissensmanagement verwendet als Führung und Gestaltung lernender Organisationen. Und Senji hat ja als sein 5. Prinzip das Systemdenken. Ne, wenn ich dann sage, ich will lernende Organisationen als System abbilden, ist das System quasi immer dadurch gekennzeichnet, das ist ein Ding, was abgegrenzt ist von der Außenwelt und was innen irgendein Konstrukt braucht. Ne, wenn ich sage, ich will so ein System gestalten, dann muss ich ja wissen, was sind die Gestaltungsfelder, also wo fange ich überhaupt an zu gestalten. Ne, und das war eigentlich so von uns der Gedanke, zu diesen Canvasen zu kommen, Teams, die lernende Organisationen gestalten wollen, zu sagen, wo packen wir denn eigentlich an? Ne? Und das, was man hier sieht, sind die Felder, die rausgekommen sind, wo man anpacken kann. Diese Canvases waren alle irgendwie ähnlich, aber doch an ein paar Stellen unterschiedlich. Da muss man natürlich sehr ins Detail gehen, um wirklich zu verstehen, was hat der Autor, die Autorin damit vermeintlich gemeint. Und, und dann weiß man irgendwie auch relativ schnell, dass man mit werbewirksamen Dreien so genial Mensch, Organisation und Technik ist und so genial ich das finde, dass man mit den 3 nicht rauskommen will. Man weiß, man möchte aber auch nicht mit 30 rauskommen. Ne? Das war ja Stan Garfield-Talk gestern, ne? Der hat die 3 sozusagen unterstrukturiert und dann sitzt man halt mit 50 da. Und 50 ist halt auch wieder nicht wirklich gut handelbar. Ne? Also da haben wir halt versucht irgendwie, ich glaube, wir haben irgendwo mal hingeschrieben, einstellig, was wir jetzt mit 9 gerade so geschafft haben. Und Zero Bullshit Knowledge Management hat ja auch quasi 9 Felder, die es adressiert. Aber es sind keine Gestaltungsfelder, sondern da gibt es eigentlich, das ist eben anders. Aber man weiß sozusagen schon, wo man ungefähr rauskommen will. Jeder, der von euch mit Qualitätsmanagement-Modellen, EFQM und so zu tun hat, kennt das natürlich. Ja, alle versuchen das. Ach genau, und da ist sogar die Brücke. Genau diese Art von Modellen tauchen auch im Qualitätsmanagement und in den Normen auf. Und so kam es irgendwie dazu, Simon, dass wir gesagt haben, da ist es der erste Modelltest. Ja. Was ist denn, wenn man das, was Normen steht, wenn man versucht, diese Gestaltungsfelder, also diese Anforderungen, ist wahrscheinlich ein korrekter Ausdruck auf Deutsch, passen die denn irgendwie zu unseren Gestaltungsfeldern? Ja. Genau, da können wir jetzt auch nochmal ein bisschen reinschauen. Ich zeige euch ein bisschen Kontext unten noch aus diesem LernOS für Organisationen Leitfaden. Da gibt es ja das Konstrukt, wir verwenden das Dual Operating System Modell von dem Kotter, der im Wesentlichen sagt, moderne Organisationen muss ich sozusagen mit so einer Ambidextrie-Brille sehen. Ne? Ich muss sagen, auf der einen Seite habe ich meine hierarchischen Strukturen, hier ist jetzt quasi Organigramm abgebildet, aber genauso würden da Prozesse dazugehören, also alles, was man könnte sagen, formale Organisation ist. Umgekehrt habe ich auf der rechten Seite Netzwerke und Communities. Und jetzt brauche ich ja irgendwie jemand, der sich darum kümmert, dass genau diese Balance, diese Lernfähigkeit in der Organisation da bleibt. Da haben wir das jetzt noch eine alte Grafik. Mal diese Idee der Koalition des Lernens als Arbeitstitel geboren. Das wird sicher noch anders heißen Ende nächsten Jahres. Aber der Gedanke ist quasi mit der Erkenntnis, das hat ja gestern Nick und Stan auch gesagt, dass so diese ursprüngliche Idee im Wissensmanagement, ich brauche den Leiter einer Wissensmanagementabteilung oder ich brauche einen Chief Knowledge Officer, dass wir die eigentlich zu Grabe tragen müssen. Ne? Also es gibt schon noch den einen oder anderen, wenn man LinkedIn sucht, aber diese Idee, CKO ist mal sowas Ähnliches wie ein CIO, der ist auf Board-Level und hat ein paar hundert Leute, weiß ich nicht, das ist eine Vision, der ich nicht mehr anhänge. Ich fand, der Stan hat es schön formuliert, wenn ich eine große Organisation bin,
muss ich zumindest mal einen Fulltime haben. Also einer, dessen Aufgabe es Vollzeit ist, sich um Wissensmanagement zu kümmern. Na, und dann sieht man ja, egal wo man reinguckt, ISO 9001, ISO 30401, der braucht ein interdisziplinäres Netzwerk von Akteuren, die auf verschiedenen anderen Themen ihre Finger haben. Na, die Personalprozesse gestalten, Personalführungskräfteentwicklung, die technische Infrastruktur gestalten, die Büros machen, all sowas. Na, da ist ja im Anhang der Norm auch eine schöne Übersicht. Und das ist eigentlich mit dieser Koalition des Lernens gemeint, also zu sagen, ich brauche eine Gruppe von Leuten, die diese Vision der lernenden Organisation platziert und in irgendeiner Art und Weise, da verwenden wir von Nonaka dieses Middle-Up-Down-Management, diese Brücke zur obersten Leitung spannt und sagt, was ist eigentlich so vom Top-Management Mission, Vision und Ziele, daraus irgendwie eine Kotter nennt das Big Chance ableitet, also so ein Thema, wo ich sage, mit dem kriege ich Wissensmanagement und Lernen transportiert, ne, weil die Vorstände interessieren sich nicht für Wissensmanagement und Lernen, die interessieren sich für Technologien und neue Produkte und Innovation und Umsatzsteigerung und solche Dinge. Ne, und da sagt Kotter, das muss ich irgendwie übersetzen. Ne, das heißt, ich brauche diesen Nordstern auf der einen Seite, ich will lernende Organisation werden, aber ich muss irgendwie das übersetzen in die Sprache des Topmanagements. Ne, und um dieser Koalition ein Handwerkszeug an die Hand zu geben, dafür haben wir eben gesagt, wollen wir gerne diese Canvases verwenden. Und das, was ihr oben gesehen habt, jetzt hier in der Liste, wo wir gelandet sind, sieht man hier jetzt in Canvas-Form, wo man sagt, als so eine Koalition des Lernens, kann ich mal sagen, wo setze ich denn Schwerpunkte? ISO 30401, iterativer Ansatz. Wenn ich sage, was machen wir nächstes Quartal, übernächstes oder nächstes Jahr, übernächstes, muss ich ja mal sagen, wo setze ich den Schwerpunkt? Geht es darum, Office 365 einzuführen, geht es darum, Communities zu einer Technologie aufzubauen, geht es darum, die neue Rolle Expert-Debriefing-Moderator einzuführen, geht es darum, besser mit dem Wissen an der Schnittstelle zu den Kunden umzugehen. Ne, man könnte sagen, irgendwie als Wissensmanagement-Verantwortlicher will ich das alles gleichzeitig, aber das schaffe ich ja in der Regel nicht. Ne, das heißt, die Idee hier ist, zu sagen, das verwende ich zur Schwerpunktsetzung. Ne, und dann kann man eigentlich damit, und so haben wir das auch früher gemacht, schon arbeiten und kann sagen, das packe ich irgendwo hin und klebe da Post-its drauf. Da kriegt man auch schon den Fokus rein. Na, was wir jetzt noch gemacht haben, was Carsten erwähnt hat, war quasi auf so einem Pad mal herzugehen und zu sagen, wir sammeln mal die Requirements. Steht da irgendwo drüben. Ne? Requirement ist definiert als alle Sätze, die Shell enthalten in der Norm. Wir nehmen die mal und sammeln die mal in diese Dimensionen rein. Ne? Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, ich gehe mal zu was vielleicht naheliegend ist, sowas wie Hierarchie und Prozesse. Ja, und da sieht man jetzt, das sind die Originalaussagen aus der Norm. Da ist das Kapitel hier hinten dran. Ja, und gucken quasi, ob unsere neuen Felder in dem Canvas so dazu passen, dass wir da Fragen formulieren können, die, wenn ich richtig beantwortet habe, ich die Anforderungen aus der Norm erfüllt habe. Ja, und da passt sehr viel gut rein. Ja, wenn man mal so drüber fliegt, ohne das jetzt zu lesen, stellt man fest, dass zum Beispiel zu sowas wie Netzwerke und Communities da überhaupt keine Anforderungen kommen. Also die Normen ticken total noch in diesem eher tayloristischen Hierarchie- und Prozesse-Ansatz. Ne? Alles ist formale Organisation. Also da wird man sicher ergänzen müssen. Auch zu Technik konkret kommt relativ wenig. Ne? Also da wissen wir, glaube ich, aus dem Wissensmanagement auch sehr viel mehr, wo man da Dinge ergänzen kann. Und es gibt auch Sachen, die haben wir auf so einen Anforderungsparkplatz geschoben, ja, wo man sagen, das sind eher so Metathemen, die gehören jetzt eigentlich nicht in den Canvas rein, sondern die liegen so oben drüber. No, und da kann ich jetzt noch schnell zeigen, da habe ich noch dran gearbeitet letzte Woche. Moment, das erst wieder verschieben. Dip, 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 dip. Halt, wo ist das hingerutscht? Ha, hier. Da muss ich auf das Canvas-Dokument. Genau, das ist das hier. Na, da habe ich jetzt quasi angefangen, diese Anforderungen aus der Norm umzumodeln in Leitfragen. Ne? Und dann ist quasi die Idee, dass wir jetzt für den Canvas in dem Dokument sozusagen zu jeder der neuen Dimensionen so Leitfragen formulieren und sagen, das sind Fragen, die ihr als Koalition des Lernens beantworten müsst. Und dann wird es in dem Leitfaden eine Tabelle geben mit Fallbeispielen, Ansätzen, Methoden, Tools, wo man sagt, hier, wenn ihr systematisch Multiplikatoren-Netzwerk entwickeln wollt, schaut euch mal das Conti-Guide-Netzwerk an. Hier gibt es 10 Dokumente, da ist es beschrieben. Und wenn euch das tiefer interessiert, sprecht mit dem Harald Schirmer, der erzählt euch gern, wie es geht. Ja, also um so möglichst konkret diesen Weg von sowas eher Abstrakten, ne, so Managementmodelle sind in der Regel recht abstrakt, zu
was tue ich denn jetzt konkret in meiner Organisation übersetzen zu können. Genau, soviel vielleicht mal zu dem Teil da hinten. Ja, das ist, weiß nicht, ob wir was vergessen haben, Carsten noch, aber ich würde sagen, das ist so grob der Stand, wo wir stehen. Abstrakt ist gut, aber abstrakt. Und wenn man es dann vorbereitet, dann ist gleich viel. Aber so ist es halt. Ich meine, ein gutes Modell verdichtet halt und es verdichtet halt gut. Ja, das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte, das kann sogar in dem Zoom-Level bleiben, ist, wenn man noch weiter abstrahiert, ich dachte irgendwie, bunt wäre doch schön und Farben und um was geht es denn eigentlich? Also immer die Frage zu stellen, worum geht es denn eigentlich? Dann bin ich irgendwie auf diese vier Kategorien gekommen, die eigentlich immer eine Rolle spielen. Es gibt Ideen, es gibt Regeln. Regeln gibt es immer ganz viele in Organisationen. Es gibt Sachen, die Menschen betreffen, sowas wie Kompetenzen unmittelbar. Und es gibt natürlich Dinge und Infrastruktur. Und das und dann kann man noch verschiedene Dimensionen, also noch höher verdichtete Dimensionen reinpacken, aber da kommen eben die Farben her. Und auch das, also zum einen war es interessant zu sehen, dass Netzwerke und Communities nicht vorkommen. Da haben wir in der Tiefe noch gar nicht so drüber diskutiert, aber nur irgendwie zwei Tweets. Genau. Da müsste es auffallen, als ich die Fragen formuliert habe, habe ich geschaut, wo ist es dünn einfach. Ne? Und gut, aber ich meine, das ist ja auch bei so Standards und Normen immer der Punkt, die definieren halt ein Minimal. Anforderung quasi, das heißt ja nicht, dass wir in den letzten 20 Jahren Wissensmanagement nicht viel gelernt haben, wo man über die Minimalanforderung hinausgehen kann. Ne? Also schlimm ist ja, es meine nicht. Meine Erklärung war vor allem, dass sie sozusagen ja das Bild aufrechterhalten müssen, dass mit der Befolgung dieser Regeln eigentlich alles abgedeckt ist. Und Communities, weiß ich noch, als ich angefangen habe mit Manfred Langen 2000, wie haben wir Communities of Practice damals auch verkauft, warum die wichtig sind. Und das ist immer so ein Kompensationsmechanismus. Man sagt, also das, was die formale Organisation nicht hinbekommt, ja, dafür haben wir Communities, weil die überleben auch die nächste Reorganisation und von denen erlebt man im Großunternehmen viele. Aus wird aufgezeichnet als objektiv richtig. Ich hab relativ wenige erlebt, da wo ich bin. Relativ. Genau, und sowas darf eine Norm eigentlich, also möchte eine Norm nicht nach draußen stellen, dass sie eigentlich unvollständig ist. Ne? Und, aber wir haben hier ein bisschen anderen Anspruch. Ne? Oder ich meine, das kann man ja auch sagen. Netzwerke und Communities wichtig sind. Ne? Ja. Wie wir jetzt vorhaben, da weiterzugehen, also das Ähnliche, was wir mit 30401 gemacht haben, werden wir jetzt mit ISO 9001 auch noch machen. Da gibt es ja so 761 Wissen der Organisation als